Jetzt das Wort Frau Dr. Siedentopf vom IPPNW und wir versuchen es dann nochmal. Bitte schön. So. Vielen Dank an Frau Menzner, glaube ich, von den Linken für ihre Einladung an die IPPNW. Seit kurzem gehöre ich zum Vorstand und so bin ich heute hier. 180 Kilometer Luftlinie von Tschernobyl liegt der Rajon Kostjakowice im Bezirk Mogilow, zu einem Drittel radioaktiv verseucht, 27 Dörfer verlassen, vergraben oder dem Verfall anheimgegeben. Über 40 Mal bin ich dort gewesen und begreife immer mehr, was es heißt, mit Tschernobyl zu leben. Im vergangenen Jahr nahm ich am Internationalen Kongress der IPPNW in Hiroshima teil und besuchte Fukushima, einen Ort am Rande der 20-Kilometer-Zone, und während einer Vortragsreise zu dem Thema Tschernobyl-Folgen in Belarus und Europa lernte ich viele Anti-Atom-Initiativen kennen, freiwillige Flüchtlinge, Ärzte, Gewerkschaftler und einige Überlebende der Atombomben, Hibakusha. So gewann ich einen Einblick in das Leben mit Fukushima. Beide Erfahrungen werden einfließen in meinen Bericht über die gesundheitlichen Folgen von Niedrigstrahlung. Noch 1996, anlässlich einer Konferenz in Wien, 10 Jahre nach Tschernobyl, stellte die IAEO fest, es habe lediglich 32 Todesfälle nach Tschernobyl gegeben, unter der Leitung der damaligen deutschen Umweltministerin Angela Merkel. Immerhin hat die derzeitige Generalsekretärin der WHO, Frau Chan, zum 25. Jahrestag von Tschernobyl gesagt, sie halte diese Zahl für zu gering, besonders im Hinblick auf die Sterberate der 800.000 Liquidatoren. Die über 200 radioaktiven Substanzen, Isotope, mit denen wir es heute zu tun haben, sind sämtlich künstlich erzeugt und gehören nicht in unsere Welt. Alles begann 1944-45, als in Hartford Plutonium zur Herstellung der ersten Atombomben produziert wurde. Unmengen von Jod-131 und Cäsium-137 wurden damals freigesetzt und an der Ostküste Amerikas beobachtete man einen signifikanten Anstieg von Schilddrüsenkrebs, der bis dahin nur 1 zu 1 Million bei Menschen vorkam, bei Kindern überhaupt nicht. Die oberirdischen Atombombenversuche, die Katastrophen von Sellafield, Chelyabinsk, Three Mile Island, Tschernobyl, Fukushima, Uranminen, Atomreaktoren, Wiederaufbereitungsanlagen, medizinische Diagnostik und Therapie und so weiter, alles trägt zur Zunahme der Hintergrundstrahlung bei, die täglich zunimmt und zurzeit 0,05 Mikrosievert beträgt pro Stunde. Gemessen wird die Radioaktivität von Cäsium-137, einem Gammastrahler, in Mikrosievert pro Stunde. Diese Zahl multipliziert mit 9000, das sind etwa die Jahresstunden, ergibt die Jahresdosisleistung pro Mensch. Wie hoch darf diese Jahresdosis sein, ohne dass Gesundheitsschäden auftreten? Professor Yamashito, Leiter einer Untersuchungskommission an der Fukushima-Universität, behauptete zunächst, 100 Millisievert seien unschädlich und mit einem Lächeln zu beherrschen. Das entspricht, hören Sie zu, 5000 Röntgenaufnahmen der Lunge. Wer würde sich oder seine Kinder dieser Strahlung ungeschützt aussetzen, jedes Jahr? Dann ging es um 20 Millisievert, 1000 Röntgenaufnahmen. Diese Dosis ist auch bei uns für AKW-Mitarbeiter vorgesehen. Jetzt gilt das 1-Millisievert-Konzept. Menschen könnten ohne Schaden zu nehmen in solchen Gebieten leben. Das meint auch die WHO in ihrem Bericht und bestätigt, dass es auch an manchen Orten 1 bis 10 Millisievert oder 10 bis 50 Millisievert pro Jahr sein könnten. Verschwiegen wird in diesem Bericht, dass gerade niedrige Strahlendosen Zellschäden und genetische Mutationen verursachen, denn die Dosis-Wirkungsbeziehung verläuft bei Niedrigstrahlen nicht linear. Niedrige Strahlung kann dieselben Krankheiten verursachen wie die hohen Strahlendosen bei Atombombenopfern oder Liquidatoren.
1946 bekam Muller, Genetiker und Biologe, für den Nachweis von Mutationen durch ganz geringe Röntgenstrahlen den Medizin-Nobelpreis. Ich erwähne ihn, weil er in Buch 3233 auch geforscht hat. Und das ist eine Plakette, die an ihn erinnert. Bis 1951, 6 Jahre lang, wurde dann weiter geforscht. Aber als die oberirdischen Atombombenversuche begannen, wurde behauptet, Niedrigstrahlen seien gefahrlos, es sei unmöglich, ihnen irgendeine Wirkung zuzuschreiben. Es ging nur noch um Kriegsszenarien, um Menschen, die schnell umkommen würden. Niemand interessierte sich für Fehlbildungen bei den Nachkommen, Frühgeburten, Totgeburten, Krebs oder Invalidität. 1972 hat Petkau den nach ihm benannten Effekt nachgewiesen. Bei sehr geringen Strahlendosen springt der Reparaturmechanismus der Zelle nicht an und es resultieren Mutationen und Zellschädigungen, nach einer Latenzzeit Krebs und viele andere Krankheiten. Embryonen besitzen noch keine Zellreparaturmechanismen. Kleinkinder entwickeln das Immunsystem erst allmählich. Cäsium-137 geht in die Plazenta und Muttermilch über und gefährdet die Schwächsten und zu Schützenden am meisten. In Belarus werden nicht nur ungewollte Kinderlosigkeit beobachtet. Eine Gynäkologin sagte mir, in 30% der Ehen, sondern auch untergewichtige Kinder am Termin, Frühgeborene und eine Zunahme von Totgeburten. Im Dezember 2011, 9 Monate nach Fukushima, fehlten in Japan statistisch 4.362 Lebendgeburten und eine erhöhte Säuglingssterblichkeit wurde beobachtet. Geburtendefizit auch nach Tschernobyl finden Sie in der Anlage von der IPPNW. Interessant wären Zahlen zu genetischen Schäden wie Trisomie 21, Mongolismus. Wir wissen aus München und damals West-Berlin, dass im Januar 1987 statt 2 bis 3 Kinder im Monat mit dieser Chromosomenschädigung je 12 Kinder geboren wurden, mindestens 4 oder 5-mal so viel. Im ersten Folgejahr hat die WHO die Anzahl der zu erwartenden Krebserkrankungen aufgrund der Strahlenbelastung abzuschätzen versucht für Fukushima. Die individuelle Dosis in 14 Ortschaften wurde ermittelt, im Durchschnitt 17 Millisievert pro Jahr und 3,8 Millisievert pro Jahr und als Kollektivdosis mit der Bevölkerung multipliziert. Aufgrund der Erfahrungen von Tschernobyl wird für die Bestimmung der Lebenszeitdosis der dreifache Wert dieser Dosis vom ersten Jahr als realistisch angenommen. WHO und IPPNW kommen zu unterschiedlichen Zahlen. Erstens, die Gesamtemission ist von der WHO zu gering angegeben, selbst TEPCO gibt höhere Werte an. Zweitens, besonders die Berechnung der inneren Strahlendosis hängt von der Nahrungsaufnahme ab. Und die Proben bestanden aus 39 Eiern aus der Präfektur Fukushima und 18 aus dem restlichen Japan. Und daraus wurde für 127 Millionen Menschen die Strahlenexposition abgeleitet. Das geht natürlich nicht. Drittens wurden zahlreiche Präfekturen mit 1 Millisievert Belastung individueller Dosis nicht berücksichtigt. Aber Übereinstimmung ergibt sich dennoch, dass in Japan zwischen 20.000 und 120.000 zusätzliche Krebsfälle zu erwarten sind. Nach Tschernobyl erkrankten in Belarus ca. 4.000 Kinder an Schilddrüsenkrebs, insgesamt vermutlich 7.000. Jod-131 war von den kindlichen Schilddrüsen aufgenommen worden und bereits nach wenigen Monaten operierte Professor Dimitschik die ersten Opfer nach Tastbefund in Ermangelung von Ultraschallgeräten. In Fukushima gibt es 360.000 Kinder und Jugendliche, die im Alter von 0 bis 18 kontrolliert werden müssten. Etwa ein Drittel wurde mittlerweile untersucht und es fanden sich bei über 40% Knoten und Zysten, die in keine kindliche Schilddrüse gehören. Bei uns Erwachsenen, da können sie sein, vielmehr Ausdruck einer Schädigung sind.
Etwa 25% dieser veränderten Schilddrüsen müssen statistisch als Krebsvorstufen angesehen und engmaschig kontrolliert werden. 3 Karzinome wurden bereits entdeckt, was den Tschernobyl-Erfahrungen entspricht. Von dem erwähnten Professor Yamashito, der die Untersuchungen in der Fukushima-Uniklinik organisiert, wird dies Problem heruntergespielt. Den Eltern wird mitgeteilt, alles sei harmlos und in 2 Jahren, wenn auch mehr Fachärzte auf dem Gebiet ausgebildet seien, sollten sie wiederkommen. Die Eltern lassen in anderen Kliniken Untersuchungen durchführen, privat und heimlich, denn die Ärzte sind angehalten, alle Menschen nach Fukushima zu verweisen. Eltern lassen den Urin ihrer Kinder auf Cäsium-137 untersuchen und verlassen als freiwillige Flüchtlinge im Gegensatz zu den Evakuierten die Region. Die Kinder erleben in der Schule Diskriminierungen durch Lehrer und Mitschüler, denn in Fukushima sei doch alles in Ordnung. 3000 öffentliche Dosimeter gibt es in der Präfektur, die überwiegend nur 20-80% der wahren Werte in der Umgebung anzeigen. Bürgerinitiativen führen Kontrollmessungen durch. Auch wir haben das gemacht und 5 Meter neben dem öffentlichen Messpunkt einen dreifach höheren Wert festgestellt. Manipuliert wird mittels abgetragener Erde oder auch einer untergelegten Metallplatte. Warum? Die finanzielle Entschädigung, die Umsiedlung und Anerkennung als Evakuierter hängt von diesen Werten ab. Ziel der Politik ist die Dekontamination und Wiederbesiedlung. Fährt man Richtung 20-Kilometer-Zone, sieht man auf den Feldern riesige Plastiksäcke mit abgetragener Erde stehen, Millionen Becquerel. Am Rande der Ortschaften rote Bänder, die das Betreten des angrenzenden Waldes verhindern sollen. Der ist natürlich nicht abgetragen. 10% radioaktiver Tsunamimüll wird dem Hausmüll beigemischt in vielen anderen Städten und im ganzen Land verbrannt. Eltern berichten, dass sie am folgenden Tag 10-fach höhere Werte auf dem Schulhof ihrer Kinder messen. Japan ist effizient. Hier sind so kleine Taschendosimeter. Ich habe eins mitgebracht. So eine ungefähre Hinweis auf die Belastung kann man damit erreichen. Abschließend noch einige Bemerkungen zu Belarus 27 Jahre danach. Zum 20. Jahrestag wurden im Land Bäume gepflanzt, Denkmäler errichtet und in den Schulen Museen in Erinnerung an die Katastrophe eingerichtet. Die Kindergärten in den verstrahlten Gebieten wurden wieder kostenpflichtig. Medikamente waren nicht mehr umsonst für Tschernobyl-Veteranen. Auf der Webseite der belarussischen Botschaft steht noch so einiges über die Folgekosten. Jedoch nur privat ist es ein Thema. Es gibt keine Familie, die nicht jetzt durch Tod oder Krankheit betroffen wäre. Solide Tumoren in allen Organen bei Kindern und Erwachsenen, frühkindlicher Diabetes, Linsentrübungen, Karies, Krankheiten durch Gefäßveränderungen, Sudden Death genannt, Herzinfarkte und Schlaganfälle im mittleren Lebensalter, Immunschwäche, die genetischen Probleme und vieles mehr. Noch 250 Jahre sind Cäsium-137 und Strontium-90 im biologischen Kreislauf, 10-mal die Halbwertszeit. In Fukushima erleben wir gerade erst den Beginn der radioaktiven Zerstörung. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank für diesen Bericht. Wir versuchen jetzt nochmal unsere Verbindung nach Japan. もしもし聞こえますでしょうか。はい、聞こえております。はい。大丈夫ですか。